Schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Oder Tag. In dem Falle, Minecraft-technisch, Abend. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Cursed Future. So, jetzt Musik muss ich mal kurz mal leiser stellen. Boah, das brüllt es euch noch an. Wir sind hier nicht irgendwo, sondern im japanischen Dörfchen und ich habe eine kleine Rüstung. Was ist das denn? Gucken wir kurz mal im Winter. Ihr könnt es jetzt schon mal lesen. Lichtschwert. Ja. Oh. Ich habe extra noch Game Mode angelassen. Kann man ordentlich Scheiß damit bauen. Man hat seine Hand und aber ist es da unten. Ist das nicht cool? Ja, das ist richtig cool. Offscreen habe ich mal ein bisschen gemacht. Und der NPC baut da mein Haus. So. Jetzt mache ich mal Game Mode 0. Weil. Bisschen voran will man ja auch kommen, oder? In der letzten Folge waren wir im Jedi-Tempel. Da ist jetzt der liebe Yoshi eingezogen. Dem überlasse ich auch den Tempel. Auf meinen Reisen. Woanders hin. Ein bisschen weit entfernt, aber nicht zu weit entfernt. Bin ich auf diese schönen Dörfchen gestoßen und habe das immer als Ausgangspunkt für jegliche Sachen jetzt erstmal genommen. Oh, mystische pinke Blume. Sky of the Beginning. Oh, cool. Oh ja. Oh, komm her hier. Und das ist das Beste, wenn man das Schwert gebaut hat. Es ist wie ein normales Schwert. Nur, das Besondere ist, man braucht da kein neues Craften. Weil die Teile habe ich aus dem Jedi-Tempel rausgemopst. Dann habe ich noch eine Kristallmine gefunden. Habe mir ein paar Sachen geholt. Und habe dann in einem anderen Tempel, der hier ein bisschen weiter in der Nähe ist. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. So, guck ich mal. Nein, ich will nichts. Ich will einfach nur gucken hier. Kai ihr. Ja. Oh, gar nicht die Wolle. Kann ich ja mal verkaufen hier. Don. Japaner. Ich habe hier die Schriftrolle. Brauche ich nicht. Was mit dir? Achso. Du brauchst nur Teile hier. Also, was noch sagt der Dorfbewohner? Geborener Anführer. Oh, cool. So, da ein bisschen Ruf manipuliert.
Ihr habt den guten Herrn gehört. Oh, 8 Stück. Wird nicht so viel haben. Ich will nicht so viel haben. Mist. Ja, war schön. Ach, eine verschlossene Truhe, okay. Ich habe eine Truhe. Warte mal kurz. So. Yoshi, falls du mal in dem Sinne hier... Entschuldigung. Oh. Yoshi, falls du in diesem Dorf mal ankommst, ich stelle hier vom Eingang hier links hier ein Dings rein, pack da mal ein paar Gründerstäbe rein. So. Meine Waffe immer im Anschlag. So. Geborener Anführer. Ja, ich weiß. So, ich wollte mal kurz mal austesten. Auf jeden Fall werde ich das Dorf verlassen. Auch wenn die hier jetzt was für mich bauen. Apropos, warte mal. Ich weiß jetzt nicht diesen Befehl. Warte mal kurz. Steuerung. Enter. Bobbled. Setnamer. Nachttyp. Zoom, return. Mal auf Subtract. Oh, besser. So. Das habt ihr jetzt nur einmal gesehen? Weil die haben Gold, aber verkaufen es nicht. Was sehe ich denn hier bitte? Komisch. Ja, toll, jetzt bin ich hier unten gelandet. Was ist das denn? Achso, mystische grüne Blume, okay. So. Wenn du willst, kannst du ja auch in diesem schnieken Dorf einziehen, Yoshi. Auf jeden Fall will ich hier ein bisschen woanders hin. Ich als kleiner Sis hier. Ja, ich bin kleiner Sis. Ich habe hier nämlich auch ein Sis-Holocron. So. Aber das ist jetzt irrelevant. Auf jeden Fall erstmal einen neuen Standort für unser Zuhause suchen. Boah, da oben ist es schön, glaube ich.
Gehen wir mal eine Runde auf Entdeckungstour hier. Und wenn du meinst, mir zu folgen, kannst du ruhig. Handel aber mit dem Dorf, dann steigt der Ruf. Nein, da lang will ich nicht. Dann kannst du dir auch dein Dings hier zusammensammeln. Weil ich will mein eigenes Dörfchen gründen. Du kannst dann ab und zu mal hier mich besuchen und was auch immer, was du willst, aber hier nichts zerstören. Was zum Henker ist das denn da? Okay, das sieht ein bisschen verbuggt aus, aber da hinten ist der Jedi-Tempel, wovon ich dir gesprochen habe, da. Boah, da cool, dazwischen ist es cool wahrscheinlich, so. Nein! Ja, ist hier eigentlich wird Latte hier. Nur, dass ich die blöde Lava nicht berühre hier. Weil sonst bin ich schneller tot. Aber die Texturen mit dem Shader, ey, das ist richtig Bombe. Echt jetzt. Und was sehe ich denn da? Ein NPC-Dorf. Ja. Oh, ich habe Bären. Cool. Goldkanister. Bären nehme ich gerne mit. Ja, schön auch dich zu sehen. Dann haben wir dynamische Legierung, Brot. Hä? Dunkelstiefel. Alte Shift. Oh, geil. Nehme ich mit. Dynamische Legierung irgendwie auch mit. Truhe kaper ich mal. Das Ding lasse ich mal hier in Ruhe. Erstmal muss ich ein schönes Plätzchen für unser Zuhause finden hier. Hey, das Wasser, das ist gut. Beim Wasser will ich hier bleiben hier. Weil nachher, wenn ich hier mit Buildcraft loslege, da brauche ich das. Noch ein NPC-Dorf, ey. Heiliger Bimba. Klingt dir hier immer gut an. Hast du Kinetikkapsuliert Tier 2, okay? Stone of Upgrade, Alter, was habt ihr denn hier bitte? Was ist das denn? Upgrade Extractor. Ja, leck mich. Ihr als Dorfbewohner habt sowas hier stehen. Ja, leck mich. Und der hat nichts. Okay. Da sehe ich nichts. Okay, da ist nichts drin.
Ja, ist gemein, dass ich von den Dorfbewohnern jetzt die Sachen klaue. Noch ein Tempel. Wollt ihr mich verarschen? Also die Tempel spawnen hier wie am Strand am Meer. Eisenstiefel, Eisenstink, Dunkel, Asche auf dem Dorn. Ach, in dem Karai ist das hier. Aber irgendwie sieht das hier so in der Ferne geil aus. Boah, voll geil. Elektrischer Stahl. Die Meldung kriegt man ab und zu mal hier. So. Boah, Alter, wie fett ist das denn bitte? Alter, das sieht so geil aus hier. Auf jeden Fall ist das Lichtschwert-Mod drin, alles Mögliche. Wenn einer von euch auch bei Projekt mitmachen will, geht bei uns in unserem Discord. Den Link werde ich, Discord-Einladungslink werde ich dann mal unten reinpacken. Let's Play machen davon und mit Folgen aufnehmen. Gerne. Mit Shader müsst ihr nicht. Das wäre ja viel zu übertrieben. Alter, wie geil! Boah, ey, wie cool hier! Oh, Katzen! Geil! Och, wie geil ist das, bitte? Narzisse! Dahin! Alter, wie geil! Was bist du denn? Das sind solche komischen Tormcraft-Anomalien, ey. Da habe ich schon wieder ein Dorf gefunden. Ja, volles Dörfchen hier. Ich habe ein Dorf hier gefunden. Ein bisschen Grausamkeit hier walten, ne? Da hinten sehe ich auch schon wieder ein Dörfchen. Hier, das sind die Kristallhöhlen. Wir durchstreifen die Nacht. Aber was ist das denn für ein Haus hier? Lass ihn mal in Ruhe.
Alter. Holla. Okay. Okay. Also habt ihr euch was vorgenommen hier? Also nicht die anderen hier, sondern ja. Ich meinte die NPCs. Wenn die da schon was Großes hinklatschen, ey. Heidewitzka. Ich muss jetzt gerade nur gucken, dass ich so weit wie möglich. Custom controlled. Kontrolliert. Chiuchi. Kein Platz für dieses Dorf, okay. Ich so lange aufreisen, bis ich jetzt ein passendes Plätzchen gefunden habe. Boah, diese Landschaft ist sowas von Bombe, ey. Ach ja, und JD, falls du die Folge hier sehen würdest oder wollen würdest. Danke für deine Tipps. Ich werde die respektieren, akzeptieren, sonst was. Wenn du auch hier willst, um ein Projekt mitmachen willst, dann freue ich mich auf deine Meldung. Die Discord-Link werde ich, wie gesagt, in der Videobeschreibung hinterlassen. Schreib mich dann an. Oh. Oh, schön. Hallöchen, Leute. Wie geht's, Lavizia-Sonne? Denscher Spielerpalast. Holzweller, Bauernhaus, Weizenfeld. Erweiterung verbieten. Weizenfeld ist gut, Bauernfeld ist gut. Schreiben sollte man auch gelernt haben. So. Falls du mein Dörfchen finden solltest. Ach ja, das Holocron nehme ich an mich. Die beiden kann ich da lassen. Das juckt dann keinen. Fackeln
Büchlein kann ich da lassen. Und den Gründerstab mitnehmen. Das kann auch da bleiben. Oh. Nur Holocron. Die Geldbörse. Und sowas ist das Wort. So. Help. Wie heißt der verdammte Kumpfmann? Ja. Neun? Irgendwo war das. 8. Slash. Bone. Point. Lavica. So, so kann man seinen Spawnpoint hinsetzen. Und dann spawnt man da, wo man seinen Spawnpoint hingesetzt hat. So. Nochmal Spawnpoint hingesetzt. So. Eichenholz. Und hier habt ihr schon gemerkt, man hat hier zwei Leisten. Das untere ist die Macht und die Fähigkeit, Waffen so zu schleudern. Das geht dann hier auf die Leiste. Darüber natürlich die Erfahrungsleiste. Eigentlich sollte man sich nicht cheaten, aber... Was soll man machen? Bestimmte Sachen kann man ja auch nicht auf voller die Waldfee machen. Oh Mann. Hallöchen. Einmal kurz mal Kontrolle. Niemand zu Hause? Okay. Oh, ich dachte, hättest noch eine Quest offen. Ich glaube, ich spinne noch einen Tempel. Hallöchen. Hallöchen, Leute. Alles gut, danke sehr. Oh, was sehe ich denn da oben? Irgendwie muss ich mich hinbauen, aber hier Stone of Upgrades, das raffe ich immer noch nicht. Upgrade Extractor. Ich glaube, ich muss da jetzt mal durchkommen hier, weil das StarCraft wahrscheinlich ist. So.
So. Aber Eichenholz, ey. Lock. So. Entschuldigung. Das würde sonst zu lange dauern hier. Ich gehe mir erstmal den Tempel da ansehen. Ihr kleines Katzensprünkchen von meinem Base. Hallo Bienchen. Halt die Schnauze scharf. Wow. Okay. Irgendwo könnte hier wahrscheinlich eine Truhe versteckt sein. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, dass ich dann den Tempel hier missbrauche. Aber da unter dem Boden findet man ja manchmal nützliche Dinge. So, den Ton kann ich ja wieder hinklatschen. Naja, dann war hier aber auch nichts. So. Das sind auch neue Items. Light Force Stones. Light Activate First Stone Play. Findet sich da unter was? Nope. Oh. Jetzt gehen wir oben mal specken hier. Aber sieht hier irgendwie schick aus. So. Zack. Und weg ist er. Aber man hat das Schwert immer bei sich hier. Nicht geil. Entschuldigung, das Schaf hat blöde geguckt. Also, bisschen Spaß beiseite. Jo. Mal gucken, was das Dörfchen macht. Eichenholz, Fichte. Oh. Auf jeden Fall werde ich nebenbei, also by the way gesagt, auch offscreen spielen. Ich werde euch dann in der neuen Folge dann erklären, was dann anders ist, was nicht. Boah, das sieht irgendwie geil aus hier. Nahal Shuji Lavica, ja. Bis dahin.
Ah, puh. Bis dahin wünsche ich euch angenehmen Abend und möge die Macht mit euch sein, sonst komme ich zu euch und hau euch! Da! Ansonsten, danke fürs Zusehen. Freue mich auf eure Likes. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, gebt mir dann ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nein, ihr habt kein Lichtschwert gesehen. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich hab's immer noch unten an meinem Gürtel dran. Bis dann, euer Lavisa. Bye, bye.